Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, immer noch am Lone Star Lake und bin mittlerweile Level 9. Von Level 7 bis jetzt Level 9, knapp Level 10. Ja, habe ich so weitergemacht wie in Level 7. Also immer fleißig mit Spinning auf Barsche, was ich jetzt auch noch tue. Ist Level 10, also noch zwei, drei Fische. Dann dürften wir Level 10 haben. Dann machen wir aber trotzdem noch den Kescher voll. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht vom Lone Star Lake aus mit Level 10. Werden wir ein bisschen einkaufen gehen. Ja, immer die letzten Fische vor Level Up, die lassen natürlich auf sich warten, wie immer. Ja, viel bis. Noch ein Fehlbiss. Ja, jetzt geht das wieder los hier. Fehlbisse, Fehlbisse. Kaum habe ich die Aufnahme gestartet. Die ganze Zeit habe ich hier ein Barsch nach dem anderen gefangen und zwischendurch auch Hechte. Kaum habe ich die Aufnahme am Laufen, habe ich nur noch Fehlbisse. Und da haben wir wieder ein Biss. Krabi oder Barsch? Barsch. So ein kleiner. Und der nächste. Der könnte reichen fürs Level Up. Na, doch noch nicht ganz. Fehlt wieder ein Punkt. Da gehen wir nochmal durch die Mitte.
Pilbis. Ärgerlich. Der hätte es sein können. Aber das ist er. Das ist der Fisch fürs Level Up auf Level 10. Nee, doch noch nicht. Oder? Na doch. 1500 und ein Bitcoin und jede Menge Ausrüstung. Jede Menge Rollen, Gütertaschen. Stringer, Kunstköder, Ruten, Schnur, Topwaterköder, also Oberflächenköder, Bustchicks, Krebse, Garnelen, Braidschnur, Bustchicks, Nymphe, 14 Gramm Hechtköder, Casting Spoon, die eiförmigen Schwimmer, noch ein Casting Spoon, Single Spoon, Barbless sogar. Noch eine Nymphe. Maden, noch ein Single Spoon, alles Barbless Spoons, Sportschwimmer, kommt da jede Menge Groups und Slop Spoons, Würmer, Tubes, noch ein Wurm, Futterkorb. Wow, da gibt es aber richtig viel, was man kaufen kann. Und die Hirnrippe ist freigeschaltet. So, und dann immer wieder die Verlockung, irgendwas kaufen zu sollen, zu müssen, zu dürfen, wie auch immer. Kescher machen wir noch voll, sind ja nur noch 2,2 Kilo. Krabby. Und kleiner. So kriegen wir den Kescher nicht voll. Immer noch 2 Kilo. Und wieder ein Pilbis. So, schöner Barsch. Jawohl. 1,3 Kilo noch. Also noch zwei Barsche.
der ist ein bisschen klein. Jetzt brauche ich mir einen mit 700 Gramm. Und noch eine Errungenschaft. Alles, was sie brauchen, sind Köder. So, ein 700 Gramm Barsch. Oder einen mit 500-600 Gramm und danach hat er noch einen mit 500-600 Gramm oder 700-800 Gramm. Dann sind wir schön überfischt mit dem Kescher, gibt mehr Geld. Oh, Krabby, Trophy. Und ein neuer Rekord sogar, 690 Gramm. So, jetzt haben wir 6,9. So, jetzt noch ein Barsch mit 700-800 Gramm, dann bin ich zufrieden. Jetzt kommt natürlich ein kleiner Fisch. Ist er wieder. Oh, egal. Immerhin mit 270 Gramm überfischt. Besser als gar nichts. Gibt nochmal 1128 Cash. Jeder Tausender zählt hier. Haben wir nochmal 2273 Cash und 522 XP gemacht. Mit zweimal Cacher voll. So, jetzt haben wir hier 18.000. Und jetzt gehen wir einkaufen. Mittlerweile ist die Heron River frei und auch Emerald Lake frei geschaltet. Und ja, Schnur haben wir eine 3,6 Kilo. Die werden wir jetzt auch mit verbauen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Spinnrute. Level 10, der die Featherlight mit 4 Kilo. Oder die Elemental mit 3,5 Kilo. Die Value Spin mit 1,5 Kilo. 3,5 Kilo. Aber ich glaube lieber die, weil da kann man 7 Gramm Köder weiter auswerfen als mit der. Ja, wir holen uns die Elemental. Eine Value Spin haben wir ja schon eine. Oder doch lieber die Featherlight, aber die geht nur 1 bis 9 Gramm. Bis 4 Kilo, na gut, aber 3,5 Kilo reichen erstmal. Wir holen erstmal die. So, dazu holen wir die Spule mit. Nicht die. Sondern. Entweder die. Und dann oder die. Die hat 2,9, die hat 3,25. Wir nehmen lieber die mit 3,25. Wo die hat einen 80er Recovery, ne? Voll ausnutzen könnten wir die 2,9 Kilo Bremse, weil wir eine Schnur haben, die stärker ist mit 3,6, aber mit der könnten wir sie auch voll ausnutzen. Wir nehmen die. Obwohl, das sind immerhin 700 Cash, die wir sparen, wenn wir die nehmen. Und die reicht auch. Wir nehmen die.
2,9 Kilo ist völlig ausreichend. So, Spinning, jetzt tauschen wir die hier aus. Packen wir nach Hause, packen wir auch nach Hause, brauchen wir nicht. Die 2,7 Kilo brauchen wir auch nicht. Obwohl, doch, eine nehme ich mit. Achso, ich gucke trotzdem nochmal bei Schnüre. Geflochtene, was bekomme ich denn da jetzt? Ja, die bekomme ich noch für Baitcoins. 4,5 und 2,5. Oh, die bekomme ich alle noch für Baitcoins. Braid bekomme ich nur eine 1,8er. Die 3,6er, die ich habe, die haben wir ja für die eine Aufgabe bekommen. Die ist schon das Beste, was wir haben. Gut, dann nehmen wir die. Und dann machen wir 100 Meter. Ah, gehen nur 83 Meter. Ja, dann nehmen wir die 83 Meter. So, jetzt gehen wir Kunstköder kaufen. Und zwar den hier. Der Rosbun lila. Und für den Hecht. Haben wir den Casting Spoon schon dabei, ja, aber nur für Bitcoins, haben wir den auch schon für Geld? Ja, ne, auch für Bitcoins, wieso nur für Bitcoins? Wann gibt's den denn für Geld? Casting Spoon Rot-Weiß. Da. Ja, auch für Bitcoins. Also den Rot-Weißen gibt es immer nur für Bitcoins. Aber da müssen wir wohl doch einmal Bitcoins ausgeben. Bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist der 14 Gramm. Der ist zu groß. Was haben wir für ein Wurfgewicht? Bis 18 Gramm. Können wir auch den 14 Gramm nehmen. Der 7 Gramm ist aber günstiger. Wir nehmen erstmal nur den 7 Gramm 1,0. Der reicht auch erstmal. So, jetzt haben wir zwei neue Köder gekauft. Dürften hier drin sein, jawohl. Den können wir wegpacken. Dann machen wir den Narrow Spoon drauf. So. Achso, ja, kleine L-Ritzen wollte ich auch mal kaufen. Köder, Frischköder. Kleine L-Ritzen. Dann nehmen wir gleich mal 1, 2, 3. 5 Pakete, also 50 Stück für 1500. Ja. Das dürfte reichen. So, jetzt haben wir noch 10.650. Was kostet die Reise? 3.000. Und was kostet es? Die Lizenz? 900. Ist auch teurer geworden. Die waren wir bei 600. Ja, die einfache brauchen wir gar nicht mit anfangen, weil wir wollen ja auch die Trophys mitnehmen. Und die einzigartigen, hier gibt es ja auch einfach einzigartige. So, das wären 3.900, also vier, sagen wir mal 4.000. Bleiben noch 6.000 übrig. Was kann man noch kaufen für 6.000? Kriegen wir da noch eine Fiederrute? Diese Rolle? Auch 3,5 Kilo.
nochmal 2150 weg. Das heißt, noch 3900. Und 3500 kostet die. Die hat 64, die hat 80. Dann brauchen wir auch noch einen guten Ständer. Ne, da warten wir dann noch. Da fischen wir dann erstmal so lange, bis wir wieder richtig Geld haben. Nochmal 10.000 dazu. Und dann holen wir uns eine Fiederrute mit Rutenständer und Glocke und allem drum und dran. Das macht so jetzt noch keinen Sinn. Gut, dann holen wir hier die Lizenz für 900 und reisen zum Emerald Lake, weil da ist heute Regentag und danach 4 Tage Sonne. Okay, dann reisen wir mal hin und schauen mal, was wir bei Regen fangen. Ich glaube, ein paar Zander müssen wir trotzdem ziehen können, auch bei Regen. Ach, einen größeren Kescher. Ich wusste doch, irgendwas vergesse ich immer. Guck mal hier im Laden, ob ich hier Kescher bekomme. Ne, nur ein Stringer. 3,510. Dann kann ich auch den behalten. Der hat 3 und 7. Der ist aber, ist eigentlich zu klein hier. 3,5 und 10 wäre schon besser. Dann müssen wir hier mit dem Stringer arbeiten. Bleibt nichts übrig. Kostet auch nur 1800. Aber die müssen wir haben. Wir wollen auch einzigartigen Kettenhecht mitnehmen können und der kann über 3 Kilo werden. Ach, den legt er zu Hause ab. Ne? Shit. Ach ja. Fishing Planet. Na gut. Dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld mit Zander machen, bevor wir hier mit einzigartigen Hechten anfangen. Und dafür gehen wir hier hin. Ja, also wenn ihr hier an dieser Stelle seid, bei Level 10, vergesst nicht einen größeren Kescher oder einen Stringer zu holen. Das lohnt sich hier allemal, weil hier kostet auch schon Tagesgebühr. So, gibt nochmal 500. Und da stehen sie schon alle Schlange. So, bei Regen sind die Zander da hinten. Na, weit werfen ist was anderes. 37 Meter nur. Aber da haben wir schon den ersten Zander. Oder Hecht. Aber auf Nerospoon Lila ist eher ein Zander als ein Hecht. Zander. Oh, gleich ein anständiger. Gibt 216 Cash, 73 XP.
Deswegen ist das hier der beste Ort zum Weitermachen mit Level 10. Aber ich hätte schon gedacht, dass ich mit der ein bisschen weiter auswerfen kann als nur. Na gut, mit vollen Auswurf wahrscheinlich 40 Meter. Und der erste Trophy? Nö. Der ist sogar leichter als er eben und hat mehr Widerstand geboten. Merkwürdig. Ja, bei Regen fängt man die Zander ganz gut an Bodennähe. Die Bremse mal ganz zu. Die vollen 2,9 Kilo Bremse nutzen. Und jawohl, neuer Rekord, 1,4 Kilo, werden langsam besser. Gibt schon 267 Cash und 91 XP. So kann es weitergehen. Jetzt haben wir die 40 Meter auch mal getroffen, hoffe ich doch. Jo, genau die 40 Meter. Ja, weiter kann man auch nicht werfen damit. Mit der Value Spin habe ich 43 Meter geworfen. Mit 9 Gramm Köder. Jeder Wurf ein Zander hier. Kann man echt nicht meckern. Da ist ruckzuck der Kescher voll. Ne, ist ein Hecht. Der erste Hecht. Kettenhecht. Gibt auch gut Cash. Und treibt sich hier auch am Boden rum, wie es aussieht. Bei Regen und ganz niedrigem Luftdruck.
Na, erster Auswurf ohne Biss. Das war der erste Auswurf ohne Biss. Jetzt beißt hier nichts mehr an der Stelle. Dann werfen wir mal ein bisschen weiter Richtung Schilf. Versuchen ein bisschen auf Hechte zu gehen. Halte ich die Angel auch ein bisschen nach rechts raus. Biss. Okay. Dann wechseln wir mal den Köder. Und wieder ein Pebis. Und wieder ein Pebis. Na, jetzt geht's aber rund hier. Tempo 2 kann nicht zu schnell sein für Hecht.
Ja. Extra ein klein bisschen links daneben geworfen und hat trotzdem den Hänger. Ne, Hechte beißen nicht so gut. Ich werde wieder auf Zander gehen. Das war nur ein Zufallshechter wahrscheinlich. Jetzt dürfen sie auch wieder beißen. Nach einer kurzen Pause. Sage ich doch. Könnte natürlich auch wieder ein Hecht sein. Obwohl, jetzt geht die Spannung hoch. Dürfte doch ein Zander sein. War ein kleiner. Unter einem Kilo. Obwohl, nö, nö, der hat doch über ein Kilo. Über ein, zwei sogar. Wenn der schafft, Schnur zu ziehen bei 2,9 Kilo Rolle Bremskraft, die ich voll ausnutze. Und der zieht richtig Schnur. Eins Komma fünf. Ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste Trophy anbeißt. Oh, der hat einen Zander in Trophy, 2,25 Kilo. Probier es auch mal hier. Das ist eigentlich auch ein guter Spot ist für Zander.
Tempo 3 beißen sie besser als Tempo 2, gerade festgestellt. Kaum hatte ich auf Tempo 3, kam sofort der Biss. Und was für einer. Der zieht richtig ab. Könnte ein Trophy sein. Und na, doch noch nicht. Wieder ein 1,5er. Aber wir haben gleich Level 11. Ah, der Kescher ist voll. Jetzt haben wir sonnige Tage. Gehen wir jetzt in die Nacht. Und dann am Tag. Oh, so eine komische Kurve. Fangen wir mal um 10 Uhr an. Kostet 500 und verdient haben wir 1300, das heißt nur 800. Ja, hier mache ich wesentlich weniger Geld. Dafür ein bisschen mehr XP. Bei Sonne beißen sie nicht ganz am Grund, so etwas unter Mittelwasser. Reicht völlig aus, tiefer braucht man nicht. Also ein kleiner. So, Level 11 erreicht. Gibt wieder 1500 und ein Bitcoin. Und wieder Werbung für irgendwelche DLCs, die ich nicht haben will. Ja, Fehlbiss. Ärgerlich. Jeder Fehlbiss ist ärgerlich. Und noch ein Fehlbiss. Was soll das jetzt hier schon wieder? Zwei Fehlbisse wieder hintereinander. So, dann versuchen wir mal was anderes. Gehen wir mal auf die Seite. Hier muss man mit Trick 17 angeln. Und dann gehe ich auch wieder auf den anderen Köder. Und dann werfen wir hier durch den Busch. Ne, will er nicht. Geht nicht mehr? Ich habe doch hier sonst immer hingeworfen. Aha. Klein bisschen zu weit links war ich. Ja, klar. Und gleich irgendwo hängen geblieben. Ein Blödsinn eingesammelt. Aber können wir auch gebrauchen für die Errungenschaften. Mal gucken, was wir da haben.
Schiff vor. Nehmen wir erstmal mit. Können wir später wegschmeißen. Und da haben wir den Hecht. Entweder Kettenhecht oder Rotflossenhecht oder Grashecht, aber eher Kettenhecht. Jo, Kettenhecht, neuer Rekord. Das ist das Böse bei den Hechten. Wenn sie einfach nur den Köder nach unten drücken oder nach oben oder zur Seite, das kommt bei Hecht oft vor. Anstatt zuzubeißen, schieben sie ihn nur durch die Gegend. Und wieder einen Mist gesammelt. Seerose. Mal gucken wir mal nach Trophibarsch. Flussbarsch haben wir ja auch noch nicht. Oder Rotflossenhecht könnte es auch sein, kleiner. Jo, Rotflossenhecht. Aber hier auf der Spur fängt man auch gern mal den amerikanischen Flussbarsch. Der beißt auf so ziemlich alles, was sich bewegt. Kettenhecht, neuer Rekord. Habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass hier auf der Spur ein Kettenhecht beißt. Was für ein seltener Gast. Oh, hier beißen sie gerade richtig gut. Dann bleiben wir noch ein bisschen. Rotflossen verhält den Trophy. Oh, wo bleibt der Flossbarsch? Wundert mich. Wenn ich hier gezielt auf Rotflosse gehe, dann habe ich meistens nur Barsche drauf.
okay bist. Gut, den schmeißen wir nochmal dahin. Kürbis. Das ist was Kleines. Ein Plusbarsch. In Troppi. Wer hätte das gedacht? Seit wann beißt der dahinter? Da beißt eigentlich der Kettenhecht, da beißt der Plusbarsch. Da beißt eigentlich der Plusbarsch, beißt der Kettenhecht. So, dann gehen wir nochmal wieder ein bisschen auf Zander. Gucken, ob wir den hier auch ziehen können. Gehen wir ein bisschen weiter rüber. Aber der müsste hier auch funktionieren. Hier ist ein Plusbarsch dran, ne? Ein klein oder ein Krabby. Das ist kein Zander. Ein junger Hecht, ein Ami-Hecht. Aha. Den habe ich hier auch noch nie gezogen an der Stelle. Und Phoebus. Und noch ein Phoebus. So, wo bleibt hier der Zander? Gehen wir noch ein bisschen weiter rüber. Wieso werfe ich jetzt hier plötzlich 41 Meter?
trotz Tempo 3 verschwindet der Köder immer weiter tiefer. Das geht da so bergauf unter Wasser. Zander müssen wir dann doch wieder auf den Steg zurück. Das wird hier nichts. Hier beißt er besser. War immer noch kein Trophy-Zander. Ah, ein Kettenhecht. Das war wieder typisch. Im Moment, wo ich ein klein bisschen länger drauf bleibe mit dem Kurbeln. Und nur eine Viertelsekunde oder so. Und dann gleich der Fehlbiss. So, ich will noch einmal den Kescher voll machen fürs Video. Mehr will ich gar nicht. Gehen wir wieder auf Tempo 2. Tempo 2, noch nicht mal Fehlbisse. So, noch einen fetten Zander. Am besten nochmal so ein 1,5er oder größer.
Ist wieder so ein kleiner. Oder ein Hecht. Zander. 1,1. Das heißt, wir können noch einen fangen. Jetzt haben wir 6,8. Jetzt haben wir einen Zander mit über 1 Kilo. Dann haben wir gut überfischt. Was auch nötig ist, weil hier die Tagesgebühren ganz schön happig sind mit 500. Bis ärgerlich. Und noch ein Fehlbiss. Immer wenn ein Fehlbiss kommt, kommt kurz danach noch ein zweiter. Kannst die Uhr nachstellen. Ja, wo will der denn hin? Und mein erster Trophy oder ja? Nö, war 1,4. Das schmeckt. So sind wir auf 7 Kilo Kescher mit 8,3 Kilo voll. Also 1,3 Kilo überfischt. Das schmeckt. Wie viel Geld gibt es dafür? Ja, da haben wir dann 900. Statt 800, 100er mehr. Aber am Lone Star Lake haben wir am meisten verdient. Da haben wir 1,2, zwischen 1,2 und 1,3 pro Kescherfüllung. Deswegen hier ist es wichtig, dass man hier einen größeren Kescher hat. Ich muss ja aber noch ein drittes Mal den Kescher voll machen. Mindestens, um die Reisekosten drin zu haben. Ach, hier gibt es die Abklingzeit. Ich kann jetzt nicht vorspulen, kostet mich sonst ein Baitcoin. Das ist hier blöde gemacht. Das kommt noch mit dazu. Okay Leute, das war's dann für das Video, weil ich kann jetzt nicht anderthalb Stunden warten. Das würde den Rahmen des Videos sprengen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.